Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Karsenwald. Ja, letzte Folge haben wir weiteres Holz hierher gebracht, zum Sägewerk. Haben das wunderbar abgeladen, das ist mittlerweile alles drin. Jetzt mal gucken, wie viel Liter Holz wir hier drin haben. 97.000. Okay. Ja. Es gehen ja nur 110.000 rein, dass ich hier jemand stehe und dann lade ich alles ins See ab und dann geht nichts mehr rein weiter. Es ist halt so die Sache, aber ich glaube, andere Varianten bringt auch momentan sonst nichts. Hier mal gucken. Holz. Da. Ja, Drechselbetrieb 1800, aber es geht halt noch mehr. So Oktober, November rum. Der Preis ist jetzt momentan nicht so der geilste. Zumal ich ja mit den Palettengram-Sachen, mit den produzierten Sachen dann mehr verdiene. Deswegen lohnt sich das momentan schon eher, hier das alles hinzubringen. Heizschnitzel haben wir auch schon ein bisschen was. 15.000 Liter, okay. Ah, die ist riesig Platz noch, also da kann noch ein Riesenhaufen entstehen. Braucht man sich schon keine Gedanken drum machen. Gut, ja, hier habe ich weiter betoniert, asphaltiert, wie man es nennen möchte. Die Straße weitergemacht. Eigentlich zu Ende gemacht erstmal. Da sitzen ein paar Randsteine hier. Oh, Berg- und Talfahrt hier, ja. Ja, ich versuche eine kleine Begrenzung hier im Rand, so. Genau. Und ich hatte ja in den letzten Folgen das Problem gehabt mit den Rampen. Also, dass ich im Shop irgendwelche Rampen gesucht hatte, die ich da platzieren wollte. Ja, wenn man sie halt nicht aktiviert, könnte sie nicht drin sein. Was ich jetzt aber kurz machen werde, ist, das komplette Ding hier umzubauen, damit wir dann nichts mehr einfacher haben aufladen. Okay? Gut, machen wir das. Okay, ich würde sagen, so kann man es mal lassen, oder? Gehen wir ganz kurz in den Dings. So. Oh, das. Weil der Zug noch ein Stück vorfährt, da könnte es sogar mit ganz hinten komplett passen. Ich habe hier da mal die kleinen Rampen platziert. Weil das ja mit dem Gebäude da ein bisschen eng wird und so. Ob ich das so lasse und so, keine Ahnung. Kann man ja jederzeit noch alles umbauen. Aber zumindest kann ich jetzt alles über die Rampen dann auch beladen. Hochfahren und muss halt immer hinten über die Straße irgendwie da so rumhantieren, sag ich mal. Und so kann man das doch wunderbar aufladen dann. Nächstes Mal dann, irgendwann dann. Wenn wir dann wieder Paletten verkaufen. Aber den Zug gebe ich jetzt wieder zurück. Naja, 81 Euro können wir mitleben. Tschüss. Und der Abstand passt auch überall. Perfekt. Wunderbar. Okay. Dann Valtra. Oh, der Motor läuft noch. Ups. Egal. Gut. Dann auf wieder in den Wald. Bin mal gespannt, wie lange der Traktor hier noch weiß bleibt. Mein Gott. Der Schnee ist doch schon längst weg. Was soll wieder kommen? Vielleicht denkt er sich, ach komm, es lohnt sich nicht, jetzt wieder sauber zu werden. Schnee kommt eh wieder gleich. Kann auch sein. Keine Ahnung. Egal. Genau. Ansonsten kam letzte Woche die Göwald-DLC-Ankündigung. Die allererste des Tier 2 Seasons Passes. Überhaupt DLC-Ankündigung. Dass natürlich gleich Göwald ist, ist natürlich mega. Man konnte es natürlich durch den Text vermuten, sage ich jetzt mal. Ich weiß den gar nicht mehr, der da stand. Der Teaser-Text, aber. Man hätte es vermuten können, weitere Verarbeitung mit Mais und so. Aber es ist natürlich schon geil, dass jetzt vor allem die LT Master wieder kommt. Und das sogar offiziell von Giants. Das ist natürlich mega. Aber wer weitere Infos haben möchte, geht entweder auf die Website oder man macht es noch einfacher. Klickt einfach auf meinen Kanal und guckt sich das Video dazu an.
Ganz einfach. Vielleicht ist es ja sogar oben in der Infobox verlinkt. Das ist immer so eine Zufallssache. Keine Ahnung. Ich tue da ein paar Infos, ein paar, so drei Videos und so mal reinpacken. Welche? Das entscheide ich spontan eigentlich. Ganz einfach. Okay, wieso haben wir kein Radio an? Keine Ahnung. Aber okay. So. Ah, ups. Okay. Ich glaube, da liegen jetzt noch ein paar Bäume unten. Die müssen wir dann noch hochholen. Und dann muss das halt gerade ein Stückchen weiter. Und dann noch einmal Bäume fällen und dann wieder hochholen. Und ich glaube, dann ist der Steilhang erstmal rum. Und man kann die Bäume dann anders fällen. Vielleicht brauche ich mal einen Fahrkurs und kurz fahren hier. Meine Güte. Ja, es geht. Es geht. Der große Anhänger ist einfach das kleine Fuddelding da links. Wo immer noch ein falsches Nummernschild drauf war. Okay, dann einmal runterklappen, bitte. So ist okay. Perfekt. Gut. Was haben wir denn da jetzt noch alles liegen? Eine gute Frage. Okay, da ist was. Nein. Da liegen noch zwei, drei. Und da unten liegen noch drei, vier Stämme. Dann komm mal her, Seidekran. Kriegen wir alle mit? Nee, oder? Ich glaube nicht. Den und den. Der wäre dann schon wieder zu schwer, glaube ich. Nee, gar nicht mal. Aber der ist halt einfach zu weit weg. Warte mal. Wie löse ich den wieder ab? Hallo? Ah, V. Komm du mal kurz her. Au, stopp. Dran. Guck mal, es geht doch alle dran. Spitze auch noch? Hallo? Ey. Hallo. Du wolltest schon eben anhängen. Dankeschön. Anhängen wäre mir auch ganz recht. Gut, dann ziehen wir die hoch. Und das war's dann hier unten, oder? Ja, an gefällten Bäumen auf jeden Fall. Gut, dann bitte mir folgen, unauffällig. Stopp. Okay. Dann kann der Seilkran weg, oder? Ja, genau. Klappt mal den gerade zusammen. Einmal anheben. Kann ich rückwärts fahren? Irgendwie nicht, gell? Nee, das ist jetzt. Okay. Ah. Ganz knapp reicht es nicht. Ich will einfach nur hier wegfahren. Warte, und ich gehe in den Baum. Das ist ganz gefährlich in der Schräglage. Gut, jetzt haben wir es. Okay. So, stellen wir uns jetzt gerade mal da irgendwie wieder hin. Den Baum peilen mal wieder an. Keine Ahnung, ich sehe halt nichts. Kommt unten den großen Ding. So, bleiben wir stehen. Senken den Kollegen ab. Aber machen das mit dem Motor aus. Einmal als erstes mal die Bäume auch noch aufladen hier. Bevor wir irgendwas weitermachen. Okay. Perfekt. Es dürfte hoffentlich eine Leichtigkeit sein für den Volvo hier. Okay, ich muss dringend die Death Zone vom Joystick bearbeiten.
Weil er dreht automatisch nach rechts. Okay, das ist natürlich nicht so geil. Da ist die Diff-Sound zu niedrig eingestellt. Es ist eigentlich so windig draußen. Mein Gott, der scheiß Roller angeklappert. Okay, ich werde nach dieser Folge kurz das Spiel neu starten. Weil mit einem drehenden Ding kann ich nicht wieder. Also macht die Sache nicht gerade einfacher. Bäume zu verladen. Okay. Alter. Okay. Finde ich jetzt nicht so geil. Vor allem muss ich da die ganze Zeit gegendrücken, also links drehen dann. Nein! Das ist nicht der Anhänger. Gut. Okay, loslassen. Perfekt. Gut. Dann. Okay, ja. Fahren wir 5 Meter weiter. Damit wir da dann gleich aufladen können. Okay, so reicht's. Mein Gott, es hat aber auf zu drehen. Dankeschön. Halleluja, ey. Gut, dann gesenkt ist er. Dann komm mal her. Und mal gehen zu dem Baum hier, weil der sieht mir eh Ticken zu groß aus. Wenn ich ehrlich bin. Oh, da rennt ein Reh, hallo. Ja, dann brauchen wir den Komatsu. Oh. Beziehungsweise, ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Und würde sagen, lasst gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, um nichts weiteres zu verpassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder da. Also, tschüss.